Wie gesagt, die können ja auch zu Ihnen kommen. Sie haben ja tagtäglich mit Jugendlichen zu tun, die sich jetzt ein bisschen informieren wollen, die noch nicht genau wissen, wohin der Weg gehen soll. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt, die haben teilweise sehr klare Vorstellungen und die sind teilweise nicht ganz mit der Realität, der Berufsrealität dann auch übereinstimmend, selbst wenn es die Stellen gibt. Aber was sind denn so, oder was hat sich auch geändert, was sind denn so die Highlights, würde ich jetzt mal sagen? Also was ist denn momentan angesagt oder was kommt da viel? Ja, jetzt mal eh noch einmal herausgesucht, weil wir wirklich so eine Hitparade immer führen oder der Lehrberufe. Und es deckt sich auch ziemlich mit dem, was bei uns angefragt ist. Also wir haben ganz klar bei den Mädchen Einzelhandel, Büro, Kauffrau oder Friseurin, sind ganz klassische Berufe, die immer nachgefragt werden. Dann haben wir bei den Buben haben wir Metalltechnik, Elektrotechnik oder Kfz-Technik. Das sind so die Die Klassiker. Klassiker, ja. Und das Interessante ist, man meint immer, die Jugendlichen heutzutage sind ganz anders als früher, aber auch diese Hitliste, die bleibt relativ unverändert über die Jahre. Natürlich gibt es dann Leute, die wirklich, die wollen Influencer werden, die wollen irgendetwas im Social-Media-Bereich machen. Medien merkt man ganz, ganz viel Interesse. Da gibt es auch neue Ausbildungsmöglichkeiten in dem Bereich, oder wo man einfach merken, das wird auch angenommen.